Ja, mein Name ist Robby Risch. Ich bin 56 Jahre alt, gebürtiger Leipziger, allerdings seit 1987 bereits hier in Weißenfels in einem kleinen Ortsteil zu Hause und seit 2008 Oberbürgermeister der Stadt. Ja, zu diesen Schuhen, damit verbindet sich eine ganz besondere Erinnerung. Und zwar ist es mittlerweile 3 Jahre her, eigentlich 3,5 Jahre her, dass wir unseren Sohn erstmals losgelassen haben. Das heißt, er war für ein dreiwöchiges Austauschprogramm in England und wir haben ihn damals in London abgeholt. Ja, was macht man denn in London, außer Sightseeing, natürlich shoppen? Und ich brauchte neue Schuhe und dann waren da so ein paar Sneakers, die haben es mir so angetan, dass sie quasi ein Stückchen mit meinem Fuß verwachsen waren. Das heißt also, bei jeder Gelegenheit wurden diese Schuhe getragen, was man ihnen nun auch ein Stückchen natürlich ansieht. Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich gebürtiger Leipziger bin, allerdings bereits seit 1987 hier in der Region. In dem Ortsteil, wo ich letztendlich seitdem wohne, ist man letztendlich immer dazugezogen. Das kennen viele Dörfler, das ist halt der mit dazugekommen ist. Da reichen 30 Jahre und mehr wahrscheinlich nicht aus. Aber letztendlich ist ja Heimat immer das, wo man sich wohlfühlt, wo man verankert ist, wo man sesshaft geworden ist, ja, wo die Familie ihr Zuhause gefunden hat, ja, und letztendlich auch unser Sohnemann aufwächst. Ja, um zurück zu den Schuhen natürlich wieder zu kommen, ist Weißenfels ja eine Schuhmetropole viele, viele Jahre gewesen. Und dann ist das ein Stückchen Stadtgeschichte, die gerade in den letzten Jahrzehnten die Stadt extrem geprägt hat, sowohl in ihren Aufschwungzeiten bis in die Spitze, wo über 6.000 Leute hier ihre Heimat, nämlich ihre Arbeit letztendlich gefunden haben, letztendlich bis in die Jahre der Wende, wo nämlich das genaue Gegenteil eingetreten ist, dass eben viele ihre Heimat verloren haben, mit der Schuhproduktion. Was mich im Prinzip in dem Zusammenhang immer wieder bewegt und wo ich mich auch ein Stückchen zwingen muss, ist, dass es eben tatsächlich Geschichte ist. Wir wissen, dass wir es nicht wieder so erhalten werden, wie es mal war. Und es wird immer kleine, sagen wir mal, Manufakturen geben, aber die große industrielle Produktion, die findet heute in anderen Gegenden dieser Welt statt. Ob das gut ist oder nicht, oder ob die Karawane vielleicht mal in 50 Jahren wieder in Deutschland ankommt, ist im Moment nicht die Option für die Menschen, die heute hier leben. Die Zukunft der Stadt ist eigentlich zu suchen in diesem Großraum Halle Leipzig. Also wir sind Teil einer Region. Wir müssen jetzt noch viel mehr lernen, von diesen regionalen Egoismen wegzukommen, sondern wir müssen einfach schauen, wir sind ein großes und ganzes. Wir sind sehr kollegial eigentlich hier unterwegs. Also ich brauche auch keine Symbole, Schuhe, Anzug, um eine bestimmte Hierarchie abzubilden. Meine persönliche Grundeinstellung ist eigentlich grundsätzlich positiv, auch wenn es Situationen gibt, die durchaus mal, ich sag mal, streitbehaftet sind. Das geht ja bis zur Vertretung der Stadt vor dem Gericht, wo ich mich zwinge und das gelingt mir auch, Gott sei Dank auch sehr gut, ist es nicht so nah an die Person ranzulassen. Also ich bin quasi dann Vertreter für die Bürger, Vertreter für diese Stadt und das ermöglicht es mir im Umkehrschluss, wenn ich dann nach Hause komme, eben zum Beispiel die Schuhe auszuziehen und dann quasi das Amt abzulegen. Also, ja, als Bürgermeister hat man natürlich immer Situationen, dass man einen Küken gegenüber hat, der natürlich auch seine eigenen Vorstellungen, seine eigene Meinung hat, aber auch bestimmte Dinge gerne umgesetzt sehen will. Ja, das ist eine Frage einerseits in vielen Situationen der Empathie, dass man einfach sagt, was bewegt den jetzt? Was ist für ihn jetzt, sagen wir mal, der Punkt hier aufzuschlagen, sein Anliegen vorzutragen oder für eine bestimmte Sache zu kämpfen? Ich glaube, am Anfang war das noch nicht so ausgeprägt wie jetzt im 10. Jahr, dass man eben einfach tatsächlich diesen Perspektivwechsel erstmal einnimmt. Was allerdings für uns schwierig ist, wir haben eine Verantwortung für alle, das heißt also für das gesamte Stadtgebiet, für alle Bürger. Und wir haben rechtliche Rahmenbedingungen, die wir grundsätzlich einzuhalten haben. Und das ist im Moment schwierig zu vermitteln, dass es eben nicht nur den Ortsteil gibt, sondern eben auch einen bestimmten Stadtteil. Dass es nicht nur den
das Schlagloch gibt in einer Straße, sondern dass es vielleicht sogar einen kompletten Instandsetzungsaufwand für ganze Straßenzüge letztendlich gibt. Und hier, sagen wir mal, Einzelinteressen, die ja zumeistens dort artikuliert werden, dann auch mit dem Allgemeininteresse und der Abwägung und in der Priorität herzurichten. Das ist nicht ganz so einfach. Aber es macht trotzdem Spaß, das kann sich immer niemand vorstellen, aber man kann ganz viel bewegen in diesen Schritten. Ich habe einfach gute Mitarbeiter, das ist tatsächlich so. Was Weißenfels ausmacht, sind tatsächlich die Menschen. Nun ist es relativ einfach, ich habe meine Frau hier gefunden, dann könnte man natürlich sagen, okay, das spricht für sich. Aber es gibt auch objektive Meinungen und dazu gehört, dass Weißenfels Garnisonsstadt ist seit über 250 Jahren. Das Feedback, was von dort kommt, sowohl als Bundeswehrangehöriger, aber auch als Privatperson, ist letztendlich immer die, dass man sagt, man findet hier aufgeschlossene Menschen, auch liebenswerte Menschen, das ist das, was letztendlich dahinter steht, die auch geprägt sind von einer großen Hilfsbereitschaft. Das macht die Stadt eigentlich reich an der Stelle. Nicht eigentlich, das macht die Stadt reich. Und von diesem Reichtum müssen wir jetzt noch schauen, mit den guten geografischen Bedingungen, Autobahn, Flughafen, Halle Leipzig vor der Tür, aber selbst Richtung Jena ist so weit nicht weg, im Prinzip das Beste dann draus zu machen. Ja, Schuhe, nicht nur, dass sie ganz unten sind, das ist natürlich die Grundlage. Letztendlich für die Fortbewegung. Aber ich glaube, für uns als Menschen, das, was eigentlich die Menschen ausmachen sollte, ist erstens eine gewisse Grundbildung, ich nenne es jetzt einfach mal so, und dazu gehört auch ganz viel Empathie dazu, auch gegenüber den Menschen, über den Mitmenschen. Wir erleben es viel zu oft, dass weggeschaut wird und es ist Verantwortung gegenüber sich selbst, gegenüber seiner Familie, aber auch gegenüber der Gesellschaft, dass man eben einfach sagt, dieses Wir-Gefühl, das würde ich immer ganz gerne noch vermittelt sehen, heimzukommen, mein Home, mein Castle, meine Tür zu verriegeln, vielleicht nochmal mit 30 Reißschlössern. Ich glaube, das ist nicht eine Perspektive für die Gesellschaft und wir merken es dann ja an vielen, sobald man ins Gespräch kommt, sobald man auf die Menschen noch zukommt, entpuppt er sich als Mensch wie du und ich und da müssen wir einfach ein Stückchen wieder hinkommen, weg von den individuellen Alleinstellungsmerkmalen, ohne das geht es ja gar nicht mehr, zu dem Wir und der Verantwortung zu dem Wir. Ja, also man könnte es auf eine ganz kurze Formel letztendlich bringen, dass man sagt, so selbstverständlich, wie es sein sollte, Schuhe anzuziehen, so selbstverständlich sollte man auch zu den anderen Schuhträgern schauen, nämlich einfach sie als Menschen wahrzunehmen. Oh, Spuren im Leben ist natürlich zweigeteilt. Und da gibt es dann die Privatperson, die durchaus schon Spuren hinterlassen will im Freundes- und Bekanntenkreis, auch mit unserem eigenen Sohn, dem man eine vernünftige Perspektive bieten will. Ja, der Amtsträger jetzt in dem Sinne, der hat noch gut 3,5 Jahre letztendlich Zeit, so viel hat mir der Wähler vorerst gegeben und hat noch ganz viele, sagen wir mal, Ideen, die aber in erster Linie darauf abzielen, die Stadt lebenswerter zu machen. Das heißt also, zu kleine Bibliothek, keine Disco, kein Kino, Bowlingbahn und McDonalds als Freizeitangebote, das kann es einfach nicht sein. Und da sollten wir alle Kraft dran setzen. Und dann aber auch schauen, dass wir uns nicht zurücklehnen und sagen, du Stadt, du Verwaltung oder wer auch immer organisiert das für uns, sondern wirklich sagen, wir, und dann bin ich wieder bei dem Thema Verantwortung, wir stellen uns dem, wir bringen uns dort ein und übernehmen eben ein Stückchen Verantwortung. Ja, mich ärgert es, egal ob ich jetzt Schuhe kaufe oder andere Bekleidung, also alles was so unter 10 Euro oder ein T-Shirt für 3 Euro ist oder wie auch immer, dann habe ich zumindest Bilder im Kopf, die nichts mit Lebenswert zu tun haben, sondern die für mich einfach, sagen wir, auch eine Form der Ausbeutung sind, indem ich eben diesen Artikel kaufe, wohl wissend, dass es so ist. Und also grundsätzlich würde ich schon sagen, ist Weißenfels eine gastfreundliche Stadt und man darf es auch nicht, sagen wir, darüber hinwegtäuschen lassen, dass hier die AfD, gerade hier im Süden von Sachsen-Anhalt, schon
ja, ihre größten, sagen wir, Wahlerfolge hatte. Es ist sehr viel Frustpotenzial dabei. Das heißt also, das hat gar nichts mit Rechten zu tun, oder zumindest mehrheitlich nichts mit Rechten zu tun. Die Gastfreundschaft, gerade auch wo die ersten Flüchtlinge da waren, die war schon groß. Das heißt also, es gab viele freiwillig, die nicht nur mit Kleidung, sondern auch mit Arbeitszeit und so weiter sich eingebracht haben. Es gab auf einmal nur noch das eine Thema, es gab nur noch Flüchtlinge, ja, und was man dafür tun und machen müsste. Und gleichzeitig erlebt man dann aber in den Schulen, in den Kindereinrichtungen oder aber auch im persönlichen Leben, dass man vertröstet wird, dass für bestimmte Dinge kein Geld da wird, da ist. Und dann führt das eben, sagen wir mal, zu so einer sagen wir mal, Frustration. Und ich glaube, die Menschen sind für einfache Botschaften empfänglich. Präsident Trump macht es letztendlich vor und diese einfachen Antworten gibt es eben letztendlich nicht. Ich sage es mal ein bisschen dramatisch, solange ich erwarte, dass im Prinzip das Kilo Bananen 99 Cent kostet, dann kann ich auch mit guter Wahrscheinlichkeit erwarten, dass hinter jeder dritten Kiste auch letztendlich ja, ein Ausländer letztendlich steht, der mittlerweile in dieser vernetzten Welt sieht, was sein Produkt letztendlich wert ist, was letztendlich an Wohlstand möglich ist und dann für sich entscheidet und seine Familie in vielen Fällen. Ich habe nur dieses eine Leben, ich gehe diesen Weg, dieses gefühlte Schlaraffenland. Und dann, sagen wir mal, keine Differenzierung hinzubekommen zwischen denen, die tatsächlich hilfsbedürftig sind, die sich einbringen wollen, die sich auch integrieren wollen, und zwischen denen, die in der absoluten Minderheit sind, die recht schnell die Schwächen unseres Rechtsstaats erkannt haben, nämlich klare Widersprüche. Letztendlich aber auch gewisse Disziplinlosigkeiten, weil eben das Agieren unserer Sicherheitsbehörden eben ein völlig anderes ist als ihren Heimatländern. Wenn es uns nicht das gelingt, das, sagen wir mal, sauber letztendlich zu trennen, dann habe ich durchaus auch Tendenzen, die dann ja, eine gewisse Feindlichkeit gegenüber Migranten oder Ausländern letztendlich sich darstellen. Und das macht natürlich Sorgen, weil wir wissen, dass es eine absolute Minderheit ist. Ein Motto für mein Leben, niemals den Sand in den Kopf stecken und letztendlich versuchen. Den Kopf in den Sand stecken. Den Kopf, was habe ich schon gesagt? Den Sand in den Kopf stecken, das wäre auch eine Variante. Also niemals, also machen wir an der Stelle, also niemals den Kopf in den Sand stecken. Die Gesellschaft bietet so viele Möglichkeiten und das ist ja auch ein Riesenvorteil, den wir in Deutschland haben. Wir sind unterm Strich reich und ich glaube, mit eigenen Engagement und aber auch mit Wahrnehmung von Verantwortung ist auch der eine oder andere Bruch in der Biografie alles andere als schädlich, sondern kann durchaus auch eine Chance für eine andere Entwicklung sein. Für mich wäre ein Wunsch, wenn jemand vor meinen Schuhen, vielleicht vor dem Porträt und in einer gewissen Vita steht, dann möchte ich eigentlich als das wahrgenommen werden, was ich versuche zu leben. Das heißt, Verantwortung übernehmen, Gemeinwohl steht bei mir ganz vorne mit an. Und, ja, jetzt heißt es ja Abschied nehmen von den Schulen und dann ist natürlich schon die Überlegung, was folgt. Die nächsten Paar Schuhe sollen letztendlich genauso treue Begleiter werden. Also, so würde ich ganz gerne an anderer Stelle, wenn es nicht an dieser eben letztendlich ist, auch weiterhin, sagen wir, ja, für die Stadt letztendlich und für die Menschen arbeiten wollen. Ja, ich bin am Ende Wahlperiode 60, also fühle mich dann alles andere als zu alt weiterzuarbeiten. So.